Interview und Analyse zum achten Rennen. Achte Tagesprüfung, Auftakt in die Super Finish Wette mit Auszahlungskredit von 1.500 Euro. Nummer 1 Paolo De Hol, für mich der Favorit, vor allem aufgrund des Probelaufs in Baden. Hat er zwar gewonnen, schien mir dennoch so, dass ihm die Bahn jetzt nicht ganz so bergt, doch ein bisschen größeres Pferd. Ja, ist richtig beobachtet. Er hat natürlich hier auf der großen Bahn mehr Möglichkeiten. Und du hast es eigentlich gut beobachtet, dass im Probelauf sehr gut gelaufen ist. Da hat er mir schon sehr gefallen. Aber du hast das am Freitag von mir schon erfahren. So ist es. Aber eben, ich glaube, du hältst doch viel von ihm. Die Schwester Paola De Hol, glaube ich, sind die in etwa zu vergleichen. Sicherlich schwierig jetzt direkt zu vergleichen, aber von den Anlagen her, ähnliches Pferd? Ja, er ist ein bisschen einfacher. Die Stute war ganz, ganz kompliziert, aber vom Vermögen her ähnlich. Ich würde ihn sogar noch ein bisschen höher einstufen. Von der Härte her bin ich mir nicht ganz sicher. Die Stute war nicht allzu hart und bei ihm muss man eben sehen, wie weit das geht. Aber er hatte schon eine sehr gute Form und ist dann auch in ein tiefes Loch gefallen und hat mir aber, wie gesagt, inzwischen 4 Wochen im Probelauf sehr gut gefallen. Das war gut. He said one day you leave this world behind, so live a life you want.